Hallo, ich bin Rainer Grieshammer, der Autor des Klimaknicke. Dass sich das Klima ohne Gegenmaßnahmen massiv verändern wird, wissen Sie ja schon. Ein Zwei-Personen-Haushalt trägt dazu mit 20 Tonnen CO2 pro Jahr bei. Heißer wird's, weniger Schnee, mehr Unwetter und Hochwasser und so weiter. Also kurz vor 12 und die Zeit läuft. Ich werde Ihnen in nur 120 Sekunden zeigen, dass Klimaschutz leicht geht, Spaß macht und dass Sie dabei auch noch Geld sparen. Kommen Sie doch mal mit. Bei der nächsten Essenseinladung bringen Sie keine Blumen mit oder kein Wein, das ist ja sowas von out, sondern eine neue Energiesparlampe mit dem extra warm-weißen Licht. Da sparen die Gastgeber 500 Kilowattstunden Strom und 100 Euro und 330 Kilo CO2. Der Kühlschrank mit dem Energielabel A, 20 Euro billiger, aber nur beim Kauf. Der Kühlschrank mit A++ verbraucht viel weniger Strom, 250 Euro über die gesamte Laufzeit, eiskalt. Elektrogeräte im Standby sind echte Geldräuber. Nach Gebrauch am besten abschalten, zum Beispiel mit einer Steckerleiste. So spart sie im Jahr 400 Kilowattstunden Strom und 80 Euro und 200 Kilogramm CO2. Den Trick mit dem Heizen und der Raumtemperatur kennen Sie ja. Einfach 1 Grad runterstellen, weniger trockene Luft, weniger Schnupfen und Sie sparen im Jahr 50 Euro und etwa 250 Kilo CO2. Der ADAC empfiehlt entspanntes Fahren. Spart im Jahr 120 Liter Benzin und 160 Euro und 330 Kilo CO2. Noch besser ist natürlich ein flottes, benzinsparendes Auto. Nach ADAC-Kostenrechnung sparen Sie damit 1200 Euro Jahr für Jahr und natürlich satte 870 Kilo CO2. 3 Kilometer am Tag mit dem Fahrrad statt mit dem Auto ist gesund und spart im Jahr 120 Liter Benzin und 330 Kilo CO2. Manche machen ihr Abenteuerurlaub, aber haben Angst vor einem Wechsel zu Ökostrom. Dabei ist alles sicher und so einfach. Und Sie sparen damit 1500 Kilo CO2. Ein riesiger Effekt. Das muss jetzt gefeiert werden mit einem guten Essen. Weniger Fleisch wie früher, mehr Gemüse und Obst spart einige hundert Kilo CO2 pro Jahr. Also, es gibt viele Möglichkeiten, das Klima zu schonen, aber Sie müssen nicht alles tun. Machen Sie einfach den ersten Schritt.